Guten Abend, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu noch einer Folge Talk of 2 zusammen mit Helmut Kohl. Hallo! Ja, Kohl, ich grüße Sie. Ich weiß gar nicht, wie der spricht. Fällt mir gerade auf. Ja, herzlich willkommen, Jack Fleisch. Hallo, Fischkopf. Jack Fleisch seit. Weiß ich nicht, wie viel vorher. Ja, es ist schon so, dass du seit ungefähr eine Million Folgen führst. Ein paar Folgen. Aber ich habe halt Angst vor deinem Bildorder und ich glaube, wenn du das jetzt durchziehst, dann habe ich verloren. Ja, und ich muss halt irgendwie meine Angst besiegen. Aber das kann ich nur, indem ich dich einfach erneut zum Kampf herausfordere. Entschuldigung. Ja, so sieht's aus. Okay, ich darf jetzt nicht wieder Sachen verkacken. Hast du zwischendurch nochmal? Nein, hast du nicht. Nein. Ich auch nicht, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ich hab... Was heißt denn dieses? Nee, es ist stimmt. Nein, echt jetzt. Nee, ich glaub dir das. Nee, das musst du auch, weil das ist auch wahr. Du, ich glaub es dir das. Es ist wahr. Fleck. Ich wüsste auch nicht, warum ich daran zweifeln sollte. Du hast mich ja noch nie belogen. Was soll das schon wieder heißen? Das soll schon wieder irgendwas heißen. Soll es? Ja, ich glaube schon. Meinst du, das Jack? Hört sich an für mich wie... Du lügst. Ich glaube nicht. Du lügst sowieso und deswegen glaube ich dir nicht. Das ist der Grund, warum du lügst. weil ich dir nicht glaube. Wenn das jetzt so gleich klingt, dann gleich. Tut mir das wahnsinnig leid. Denn aha. Das war überhaupt nicht so gemeint. Ach, Jackson. Jackson Roney. Jackson. Fischer Maroney. So, WBF ist sinnvoll, was bereit. Ich hier mache, ich glaube nicht. Guck mal hier. Ich bin der Boss, hat er gesagt. Ist alles nicht so negativ, was jetzt. Ja, ich, hat er gesagt. Sie sind der Boss. Okay. Okay. Du bist der Boss. Na, dann wird es wohl so stimmen. Oh shit, okay, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Okay, ab jetzt mache ich Sachen. Ja. Ach, jetzt ist schon interessant auch jetzt, oder? Durchaus Supply blocked. Scheiße. Oh, scheiße. Okay, kein Problem. Okay, alles gut. Ich habe gerade gemerkt, das hier war richtig dämlich. Aber das ist nicht so schlimm. Okay. Wir brauchen hier noch ein Gebäude. Okay. Wenn Sie das bitte bauen könnten, das meine wäre, Herren. Das wäre sehr freundlich. Damen und Herren. Danke. Danke nochmal. Ich brauche gleich das Ding. Das ist wichtig. Dieser Talk, der eigentlich kein Talk ist. Nee, stimmt. Aber weil wir uns hier so hart... Oh, warte. Weil wir uns hier so hart konzentrieren immer. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich und deine Zuschauer. Ich hoffe, die nee. Können damit um. Die finden das voll gut. Man hier noch irgendwie... Was ist denn hier? Ah, da geht's... Ach so, ja, dann lassen wir da... Oh, shit. Ich Vollhorst. Sowas hier bitte. Und du machst bitte sowas hier bitte. Und dann können wir auch schon die drei da reinschicken. Und jetzt weißt du, oder? Jetzt weißt du meine Taktik! Oh mein Gott! Nein, das gibt's nicht! Das ist scheiße! Okay, alles gut. Noch ist alles gut. Jack? Ja, Fischi? Was denn? Hast du denn noch eine Geschichte für mich vielleicht? Lass mich nachdenken. Habe ich noch eine Geschichte für dich? Wenn ich jetzt drüber nachdenken sollte. Ich fände es ganz schön, wenn du jetzt hier eine Geschichte mir erzählen könntest. Von was darf denn die handeln? Das ist ja auch immer wichtig. Das ist dir freigestellt. Ja. Oder kennst du das? Hattet ihr das auch im Deutschunterricht? Ja, improvisieren. Ihr, was denn? Nee, dass man quasi in der Klassenarbeit jetzt mal sagen, eine Geschichte, einen Anfang ein einer Interpretationsfreiraum? Geschichte. Interpretationsfreiraum? Nein, was? Den was? Anfang einer Geschichte vorgelegt gekriegt hat. Ja.
Und dann musste man quasi die Geschichte zu Ende schreiben. Okay. Das ist total, das ist ein total cooles Spiel. Ja, dann biet an. Okay, pass auf. Warte, ich habe nicht genug Energie. Du musst mir aber eine Geschichte vorgeben jetzt. Ja, okay. Also pass auf. Fritz steht wacht morgens auf. Mhm. Und merkt, seine Sojamilch ist alle. Jetzt wohnt Fritz. Aber auf dem Himalaya? Auf dem Himalaya. Achso, nee, Himalaya. Hast du ja gesagt. Stimmt. Ja. So, und dann hat er gerade Helmut Kohl eingeladen zu sich auf einen Kaffee. Und jetzt weiß er aus sicheren Quellen, dass Helmut Kohl keine normale Milch ab kann. Er ist überzeugter Soja-Kenner oder Trinker sozusagen. Genau, also nicht überzeugt. Jetzt ist ja aber für mich noch wichtig, warum. Also ich brauche immer auch einen Hintergrund. Das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Wie, was hat er? Ja, der ist laktoseintolerant. Ah ja. Hast du? Ja, ach so. Ist schon immer, seit wann weiß er das? Das ist wichtig. Nee, ich erzähle jetzt Anfang der Geschichte und du musst dann weitererzählen. Du hast vielleicht ja gar keine, oder vielleicht musst du dir selber die Hintergrundstory ausdenken. Wer weiß das schon? Na du bist doch derjenige, der es vorgibt jetzt. Du bleibst mal ganz cool, bitte. Ich. Du musst jetzt den Rest der Geschichte. Achso, Sojamilch, Himalaya und so. Mhm, mhm. Okay, und dann plötzlich klingelt das Telefon. Und wo befindet er sich, wenn das Telefon klingelt? Das ist auch immer wichtig, ne? Er ist zu Hause auf dem Himalaya. Ach Mann, das war so. Der ist zu Hause auf dem Himalaya. Wohnt er jetzt da oben, oder? Ja, habe ich doch gesagt. So, jetzt ist. Er wohnt oben, dran. Auf dem Himalaya, also in 3 bis 5.000 Meter Höhe, 7, 80.000 Meter Höhe. Wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich? Wie wahrscheinlich ist das? Alter, das kann nicht sein! Was ist denn? Das kann nicht sein! Jack! Was ist denn? Wie machst du das? Was mache ich denn? Ich hab nichts gesehen. Oh Mann! Du siehst doch schon wieder irgendwas. Nee? Was? Du siehst. Ah, nichts. Nee. Alter! Nein. Oh shit. Okay. Oh, was? Einfach hier vor mir spawnen. Das ist doch scheiße. Bam. Los, Angriff. Alter. Alter. Okay, und ich passe hier schon wieder nicht auf, ne? Das ist so kacke. Okay, noch ist alles gut. Wie bist denn du jetzt da reingekommen? Wo bist denn du jetzt da durchgegangen? Ach, das war intuitiv eigentlich nur. Ach, hier. Das war noch ja nicht. Oh shit. Nein, okay, warte mal. So. Und dann noch, Alter, ich bin so durcheinander jetzt. Nein, du sollst doch. Achso, doch, alles gut, okay. Jack? Ja, was denn? Ich hab ein bisschen Angst. Wirklich? Mhm. Ach, das war eh zu viel. Und, naja, ja. Gut, also, du hast jetzt nicht so viel von der Geschichte weitererzählt, ist dir das aufgefallen? Nee, ich dachte eigentlich, ich bin fertig, ich hab eigentlich da, Du hast einfach nur Fragen gestellt! Ach so? Wohnt er da jetzt? Naja, das ist ja wichtig alles. Also, für mich war das jetzt wichtig, zu wissen, ist das, wie alt ist der Typ? Das ist auch immer wichtig, ne? 15. 15? Alter, der wohnt auf dem Jahr. Wann hast du das letzte Mal eine Deutschklausur geschrieben, in der dir das vorgesetzt wird und du dann sagen Scheiß kannst, jetzt, ja, Moment, die Frage, aber wie alt ist denn der eigentlich? Und wo wohnt denn der jetzt genau? Ja, damit habe ich meine Deutsche immer zum, ich sag mal, ich bin jetzt mal ganz nett, zur Weißglut gebracht. Die dachte sich, nein, du schreibst keine Klausuren mehr. Du bist befreit.
von Klausuren befreit. Oh nein, bitte, ich will unbedingt Klausuren schreiben, bitte. Ja, so war es dann gewesen. Dann dachte ich mir, oh Mann, ich bin doch so ein guter Klausurenschreiber, wenn sie mir doch wenigstens vorgeben könnten, worum das hier geht. Mensch. Das ist doch auch wichtig für mich und meinen späteren Lebensweglauf. Du Arsch. Was? Okay. Wieso habe ich eigentlich drei von diesen Leuten hier? Okay. Das frage ich mich allerdings auch schon die ganze Zeit. Ich frage mich auch, wo die herkommen. Ich habe denen Arbeit gegeben und auf einmal sagt er, hey, ich hab dich so tot. Was auf 1 und auf 2? Und auf 1 und auf 2? Oh nein. Okay. Ich habe jetzt hier. Okay. Okay, jetzt ist es besser. Du jetzt gesehen. Vielleicht noch. Hier Sachen machen könntest. Sowas. Sowas machen. Sowas. Was liegt an? So, Jack. Hä? Geht's jetzt hier bald los, oder? Mit was denn los? Hast du Sachen? Die man so machen könnte? Mineralienfeld erschöpft. Verstanden. Oh shit. Das wird witzig jetzt. Den habe ich richtig auf ihr. Den habe ich richtig auf ihr eben gerade. Ne, also der macht jetzt Sachen oder was? Ja, der ist echt unterwegs gerade. Der muss sich echt sputen vor allen Dingen. Okay. So, Freunde. Haben wir hier überhaupt... Nee, noch nicht. Oh nein! Nein, hör auf! Hör auf! Oh, shit. Okay, ich hab das kaputt gemacht. Alles gut. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Also ich platze hier aus allen Nähten. Ich bin schon bei der dritten Base jetzt. Das ist übel. Das ist wirklich krass, sag ich jetzt mal. Ein bisschen komisch, finde ich. Warum? Dass du schon anscheinend so schnell, so weit vorangekommen bist. Anscheinend, okay. Also glaubst du mir jetzt nicht. Doch, doch. Entschuldigung, aber das ist jetzt mein Gefühl auch. Ach, der Jack. Der Jack macht Sachen immer. Zweimal. Doch wieder nicht. Sagt er. Und doch passiert da nichts. Ob ich heute mal was ganz Großes baue? Also ja, mach zu, mal. Zur Feier des Tages auch? Mach mal bitte. Ja? Also ich hätte Bock drauf. So richtig... So, die Richtung? Genau so, bitte. Ich hab doch ihn. Seid ihr dämlichen Menschen. Ey, kannst du mal deine Leute in Ruhe lassen? Nee, das geht gar nicht, du. Da kriegt gleich einen Hals. Was für ein Quatsch, immer quatschen, nur weil wir irgendwie gar nicht aufpassen hier. Das ist doch albern. Oh, okay. Okay, alles gut soweit. Alles gut soweit. Hier ist der Tor. Warten. Hier kann ich nicht bauen. Wie? Ach so. Hat mich verdrückt, siehst du? Ich übe halt noch. Hallo. Hast du irgendwas gesagt? Nee, nee. Oh shit. Aha! Jack? Ja? Was soll das? Was soll denn was? Hm.
Du weißt also nicht, wovon ich spreche. Gerade nicht, nein. Jungs, ihr... Erweiterung fertiggestellt. Oh, shit. Unsere WDFs werden angegriffen. Nein! What? Alter! Baut er sich hier hin? Einfach so. Unsere WDFs werden angegriffen. Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Oh, Baby. Sachen machen. Ich mach das einfach mal jetzt hier. Okay, Diggi. Okay, Diggi. Ich höre. Dämlicher Roboter-Dings. Whoopsie. Warte mal, ich hab dich hier irgendwo. Da. Aufgedankt und einsatzbereit. Oh yeah. Jack! Jack Fleischhammer! Es ist Jack! Fleischhammer! Mann! Sachen, lass mich in Ruhe! Finde ich nicht gut! Deine Sachen finde ich auch nicht gut! Da sage ich auch nichts! Dazu. Ach, fuck it, Mann! Aua! Als wenn du dich hier einfach mal hinbauen könntest, Digga! Ja! Weil es. So war dir gedacht. Echt jetzt? Hast du dich verdacht, wa? Dann müssen wir anders machen jetzt. Oh, okay. Dafür brauchen wir noch etwas. Ich hab mir auch die letzte, die Dings, die Replays nicht angeschaut. Das gibt jetzt gerade auch wieder doof, aber gut. Okay. So was? Ich höre. Auf die Post. Mhm. Wer hat die Wenn du sagst, eigentlich schon irgendwie schlechte Laune einfach. Aber warum denn? Warum denn? Warum? Ah, okay. schwierig. Nein. Können wir hier noch? Okay. Auf die Post. Schlechte Neugier. Wer hat die Flotte gerufen? Basis wird angegriffen. Ich hab mich verdrückt doch noch. Ich verdrückt. Aufgedankt und einsatzbereit. Basis
Oh. 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 Nein, alle, alle. Oh nein. Alter, nicht dein Ernst. Fuck. Rückzug, Rückzug, rickety, rick, rick, Rückzug. Oh. Mann, ey. Voll am Brechen, Alter. Entschuldigung. Entschuldigung? Ja, Entschuldigung, aber das ist doch Kacke. Du sollst da. Ich hab's mit S hier. Du blöder Roboter, du. Wie er sich hier. Okay, okay, alles klar, kein Problem. Rennt, Jungs, rennt. Wie baue ich die denn eigentlich? Ah, ja. Mann, wie hast du die echt? Ach, egal. Was ist? Oh, ja, nichts. Ich frage mich, wie du die Vase gerade kaputt gemacht hast. Aber mit welchem, vor allem, mit welchem Recht? Mit welchen Mitteln? Ja. Schnauze. Weg? Was gibt's? Weg? Jack! Ja? Du hast die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Oh, ist das herrlich. Jack? Jack! Schluss! Lass mich in Ruhe, Mann! Meine Fresse, du kannst mich mal. Was gibt's denn? Kann's kaum noch erwarten. Nein, nein, nein. Nein. Sie wünschen. Jack? Ja. Du bist so unglaublich ruhig. Ach, ist das so, ja? Das macht mich ein bisschen nervös. Nervös? Ist der schon wieder im Arsch? Mann, warum ist der denn schon wieder im Arsch? Was denn? Der Raven! Der blöd Raven! Merk's selber, ne? Weißt du, was das Problem ist? Nein. Dass du sagst, der Raven. Singular. Oh, jetzt hab ich dir die Taktik verraten, ne? Der Raven. Das Schlimme ist, du hast eine Taktik. Das ist kacke. Warum hast du eine Taktik, Mann? Was? Oh. Was ist denn? Nichts. Mann, nichts. Es ist nichts. Wo? Ja, ja.
Ja, ja. Nicht ja, ja. Ja, ja, jetzt leck mir am Arsch, Mann. Ach, oh, oh, ich hab nicht aufgepasst. Oh. Jackie. Jackie. Schnauze. Halt die Schnauze. Ich kann das nicht. Okay. Ich kann nicht. So ein leises, aber langes Spiel. Ich hoffe, die Leute gucken das aus irgendwelchen Gründen trotzdem. Herrlich. Bei mir könnte ich es jetzt nicht verstehen. Das ist echt herrlich. Oh. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Kommt hier das. Oh, yeah. Unverzüglich. Jetzt wird geplündert. Auftrag angenommen. Raven online. Ja, also, pass auf, also, wie ja. Hieß der kleine Junge, der war 15, Himalaya, musste sich halt ein Sojamilch holen dann, musste halt runter, oh, fünf nee, Tage lang runter. Oh nee, ich glaube, du bist im Angriff jetzt, oder was? Ach ja. Fünf Tage lang, und danach, war der so kaputt, dass er gestorben ist, der auf ist dem gestorben? Heimweg. Auf ja. Dem Heimweg? Ja, krass, warum oder? Warum denn das? Es war halt der Himalaya, ne? Himalaya? Ja, Himalaya wohnen ist nicht so leicht. Gibt ein Lied von, das heißt auch so. Was? Himalaya, der Himalaya. Boah, was, Mann? Mit, das dauert irgendwie 2 Sekunden für dich, Ja, ich hab so einen Superstrahl. Aha. Und der macht gerade das hier. Das ist ein Superstrahl. Wieso kannst du denn einen Superstrahl drin bauen? Das ist eine Fähigkeit, Mann. Die hat jetzt aber auch Cooldown, also no worries, Digga. No, no worries. Die auch gar keine. Das ist schwierig. Oh, mein Superstrahl ist wieder fertig. Oh, komm schon. Ich wollte gerade noch auf Land angreifen. Oh Mann, sorry, Jack. Mhm. Tut mir echt leid. Ich verstehe nicht. Ist egal. Ich verstehe es nicht, dass mich so verzettel denn oder so, weiß ich nicht. Hast du Updates gemacht? Ja, klar. Upgrades. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich sogar früher als du, aber das steht ja hier irgendwo, oder? Bitte? Ah, ich habe jetzt echt früher als du, aber nur, später. Nur mit diesen Flugeinheiten da, ne? Ja, wieso haben die ein Upgrade, Mann? Ja, wisst ihr, was ich mache? Das nächste machen wir. Wir spielen Protoss gegen Tyranna, aber andersrum. Können wir gerne mal machen. Mhm. Ich kenne mich da halt null aus. Ja, ja. Ja, jetzt mal sehen, wie kacke das ist, ja? Als Tyranna. Kann hier nicht irgendwelche Sachen boosten. Das, ja? Du hast Stim und alles. Ich hab Stim, Punkt. Was du auch nie nutzt, ne? Was ich ein bisschen komisch finde, sind diese Drops. Du könntest halt relativ, nicht super früh, aber relativ früh, könntest du mit diesen Medivacs kommen und soll Leute irgendwo hinsetzen, Sachen kaputt machen, wieder wegfliegen. Das ist etwas, was man... Dazu brauche ich noch viel mehr Skill, um nebenbei noch Einheiten wieder nachzuproduzieren oder dem ein oder anderen WBF sagen, dass er noch ein Haus bauen muss. Ja, aber ich bin ja auch eigentlich immer nur an einer Stelle am Arbeiten. Ich guck noch ab und zu, dass Sachen gebaut werden, aber na gut. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie die Diskussion hier rausbringen, weil was mir auch sehr, sehr gefällt an unseren Folgen ist, dass wir einfach trotzdem auf diesem Noob-Niveau bleiben. Das möchte ich auch irgendwie ein bisschen. Das war ja. Schön. Das hat mir trotzdem gefallen. Ja, also ich hatte Spaß. Ich hatte auch Angst zwischendurch, aber ich hatte vor allem Spaß. In der nächsten Folge, das verspreche ich dir jetzt hier und hoch und heilig, und der noch zuschaut, du bist mein Zeuge. Ich zeige mit dem Finger auf den Bildschirm, weil ich dich meine.
Ich verspreche, ich mache dich platt. Und zwar so hart. Ich dachte, wir machen dieses Fun-Match andersrum. Nein. Gegen Proton. Ja? Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Ja? Hm? Weil ich kann das gar nicht. Okay, ich auch nicht. Ja, cool. Ich freue mich drauf. Gut, ich auch. Tschüss. Cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Helmut Kohl. Wir sehen uns. Ja, bis bald.